Ich habe mich heute gemeinsam mit der Integrationsministerin Irene Alt und mit Heidrun Schulz von der Regionaldirektion für Arbeit den Fragen und dem Interesse der Journalisten gestellt, weil wir unser Projekt Kompetenzen erfassen, Chancen nutzen präsentiert haben. Bei diesem Projekt geht es darum, dass wir bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen die Berufs-, die Erwerbsbiografien von den Flüchtlingen erfassen, um diese dann nach einem Beratungsgespräch an die Agentur für Arbeit weitergeben zu können, damit in dem Fall, wenn die Flüchtlinge in den Kommunen ankommen, sofort mit der Arbeitsmarktintegration begonnen werden kann. Vom Sozialministerium unterstützen wir dieses Projekt mit 500.000 Euro und unser Ziel ist es, an dieser Stelle so schnell wie möglich diesen Prozess einzuleiten für die Integration in den Arbeitsmarkt. Sprachkenntnisse, auch da sind wir uns alle an diesem Tisch einig, sind die Grundvoraussetzung für die Integration in den Arbeitsmarkt oder auch in Ausbildung. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier gute Angebote haben. Wir können eine erste Zwischenbilanz ziehen. Das Projekt ist in Trier seit 3 Monaten am Start, in Ingelheim seit 1 Monat. Und wir haben 1200 Menschen in unseren Informationsveranstaltungen gehabt, wo wir rund um den deutschen Arbeitsmarkt informiert haben, wie das System in Deutschland im Bereich der Sozialversicherung funktioniert, des Mindestlohns, des Arbeitsschutzes. Von den Menschen, die in den Informationsveranstaltungen waren, sind dann anschließend rund 360 in Ersterfassungsgesprächen gewesen. Das heißt, von diesen 360 Menschen haben wir die Erwerbsbiografie, die Berufsbiografie aufgenommen und diese Daten werden nun an die Agentur für Arbeit weiter übermittelt. Für uns ist dieses Projekt deshalb so wichtig, weil wir sehr früh an die Kompetenzen, an die Kontaktaufnahmen zu den zukünftigen Arbeitssuchenden kommen und weil wir natürlich damit auch schon die einzelnen Maßnahmen in die Wege leiten können. Wir können Sprachkurse, wir können Anerkennung planen, mitbegleiten. Wir wissen, welche Kompetenzen in den Landen auf uns zukommen und können damit natürlich viel früher gestalterisch eingreifen, als wir es könnten, wenn wir den Kontakt Monate später finden würden. Uns liegt die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen sehr am Herzen, weil das ist Grundvoraussetzung für eine gute Eingliederung in die Gesellschaft, so auch der Spracherwerb. Und Rheinland-Pfalz tut eine ganze Menge. Ein Baustein ist dieses Projekt Kompetenzen erfassen, Chancen nutzen. Ein weiterer Baustein ist beispielsweise unsere Welcome Center, wo wir eine Anlaufstelle, eine Lotsenfunktion bieten. Und wir werden einen weiteren Baustein haben, was die Coaches in den Betrieben angeht. Es ist ein Projekt vom Wirtschaftsministerium, die wirklich die Flüchtlinge vor Ort im Unternehmen begleiten bei der Arbeitsaufnahme. Und wir sind derzeit dabei, noch an einem weiteren Baustein zu arbeiten. Wenn die Flüchtlinge in den Kommunen sind, sie auf ihrem Weg zum Jobcenter, zur Agentur für Arbeit zu begleiten, damit sie den Fuß auch dort in den Arbeitsmarkt bekommen.